Willkommen zur heutigen Sendung. Das Thema ist Flächenkompost. Vor- und Nachteile. Bleib bis zum Ende dran. Lass dein Abo da. Support ist kein Mord. Mach das Herz rot. Vor- und Nachteile. Eigentlich gibt es fast nur Vorteile. Es war auch immer viel Arbeit, jeden Tag die Schubkarren immer drauf zu kippen. Aber ich mache das jetzt schon seit ein paar Jahren. Und als wir jetzt die Kartoffeln rausgeholt haben, war es halt, als würde man die Kartoffeln aus dem reinen Kompost holen. Also das war richtig dolle schön. Alles voller Regenwürmer, alles hat gekrabbelt. Es geht ein bisschen mehr um Regenwürmer, aber es sind natürlich alle Viecher wichtig heute hier. So das Grundgleichnis, ich bin immer so ein bisschen Gegner von so ganz einfachen Gleichnissen, aber warum habt ihr noch nie Erde in der Natur gesehen? Weil ihr noch nicht in der Wüste wart. Erde muss immer bedeckt sein. Und wir haben jetzt gesagt, das Gemüsebeet geht jetzt in Winterschlaf. Ende September. Und bis es im Mai richtig losgeht, sind es ja so fast 9 Monate. Und 9 Monate brauchen guter Kompost, um halt zu verrotten. Hier haben wir auch die ganz furchtbare Quecke zum Beispiel, die ihr damit auch nicht schafft zu killen. Mit der Mulchschicht beim Flächenkompost. Aber zum Beispiel hatte ich eine Fläche 20 cm gemulcht gelassen und die Quecke kam wieder durch und dann konnte ich den Mulch einfach so abrollen von der Oberfläche und hatte die Queckewurzeln dann im Mulch drin und konnte sie dann einfach rausschmeißen. Also das wird schon jedes Jahr besser. Ich habe Gott sei Dank auch mal einen Gärtner gefunden, der natürlich gesagt hat, Biomasse, Bodendurchwurzelung. Bodendurchwurzelung ist ein wichtiges Thema, das vergessen die Permakultur-Hoschis immer so ein bisschen. Deswegen schaut mal Rela Visio oder so. Genau. Also, Wüste hatten wir, Bodenbedeckung. Also, und die Mikroorganismen, die sind auch in 50 cm Tiefe, aber der Großteil spielt sich einfach oben ab, weil die sich über Sauerstoff freuen. Und die sind halt nicht gerne in der Sonne halt, ja, und die sind nicht gerne im Regen und... Also einfach durch diese... Seht ihr es da hinten so ein bisschen? Also, einfach durch die Abdeckung fühlen sich die Mikroorganismen wohl, können den ganzen Winter arbeiten, als wenn das Beet nicht abgedeckt ist. Es kehrt irgendwann Ruhe ein, ist aber auch schön halt. Ruhe ist auch schön für den Boden. Und dadurch, wir haben hier einen relativ schweren Lehmboden und dann krabbeln die Regenwürmer wieder von oben nach unten und bringen halt auch, also die scheißen direkt den Humus und das, was ihr hier macht, ist Kompost. Man muss das wohl immer unterscheiden, habe ich gerade auch selbst erst gelernt. Also einfach die Bodenauflockerung, ganz wichtig. Ja, und wenn ihr halt so keinen Platz für einen Kompost habt, könnt ihr halt hier einfach ein riesen Ding machen halt, ja. Und das ist halt wirklich hier ziemlich Premium-Erde. Und wohin mit dem ganzen Scheiß? Also man kann die denn auf die Hügelbeete ziehen. Ich habe auch große Stängel reingeschmissen. Ich meine, obwohl wer auch vor den Brombeeren gewarnt hat, die Stacheln verrotten wohl nicht. Ah, ich jetzt gekriegt. Schiebt ihr das große Material, könnt ihr auf die Wege schieben. Oder halt einfach die vorgezogenen Pflanzen reinmachen. Oder es halt häckseln. Naja, oder es ist halt auch weg halt. Ja, kann ich nicht so genau sagen. So, also ihr habt unheimlich viele Vorteile so und es sieht halt auch schön aus so. Wenn der Gärtner glücklich ist, dann ist das Gemüse auch glücklich. Muss ich mir das Unkraut-Elend hier nicht angucken. Aber es wird immer ein bisschen weniger und der Schlüssel ist einfach Biomasse und natürlich auch, dass ihr gut im Dorf ankommt und dass, wenn ihr den ganzen Scheiß immer von den ganzen Nachbarn wegholt, seid ihr sowieso der Allerbeste. Also das ist einfach auch eine gute Nachbarschaftspflege. Alle freuen sich, man rennt mal wieder durchs Dorf, ob das mit dem Brombeeren wirklich eine gute Idee war. Und die sind's los. Ihr habt besseren Boden. Es geht halt immer beim Humus um die hohe Wasserspeicherfähigkeit. So. Auf jeden Fall zu den Nachteilen, da müsst ihr halt so ein bisschen gucken, wie ihr das macht. Halt so, wir haben hier halt so ein Schilfgras, das ist sehr groß und sehr starr. Und da hat man dann auf den Beeten beim Aussehen und mit den Jungpflanzen diese riesen Stängel rumfliegen. Da haben wir es dann einfach zur Seite geschoben. Oder man macht sich dann rein oder man häckselt es vorher klein, man häckselt es hinterher klein. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Probiert es selber aus, weil alles, was euch irgendwelche Schlaumeier erzählen, kann bei euch ganz anders sein. Und letztes Jahr habe ich noch geglaubt und jetzt glaube ich das und probiere nochmal was anderes aus. Okay, ich will nicht immer abschweifen, Entschuldigung. Also der große Nachteil ist die Bodenerwärmung im Frühjahr. Und ich habe mir mit meinem
Wir haben hier Kartoffeln gepflanzt. Ich habe hier auf meinem Beet Kartoffeln gepflanzt und da hinten waren Kartoffeln auf dem Hügelbeet. Die sind fast einen Monat früher gekommen als die Kartoffeln hier. Also ich kann auch noch andere Ursachen gehabt haben natürlich. Aber natürlich ein Hügelbeet ist natürlich wärmer und das ist eine Vollkatastrophe. Also was heißt Vollkatastrophe? Kartoffeln einen Monat später, ja, sind alle denn noch gekommen und so. Also das müsst ihr auf jeden Fall so ein bisschen auf dem Schirm haben. Diese Isolation, die dadurch entsteht und dadurch heizt sich der Boden nicht auf und die Pflanzen, also so einige, hier Tabak braucht schon 20 Grad oder so, um loszukeimen. Also da, das so ein bisschen auf dem Schirm haben. Aber andersrum halt, hakt ihr die Beete im Frühjahr frei, kratzt das oberflächliche Material ab und habt dann aber eigentlich schöne unkrautfreie Beete zum Aussehen. Zumindest zum Aussehen, weil erstmal ja auch die ganze Zeit keine Sonne auf die Fläche gekommen ist. Und halt wie gesagt, Mikroorganismen fühlen sich alle pudelwohl. Und ich hatte halt hier den Reaktorkompost draufgepackt und halt auch noch Mist von einer Kuh, ganz alten Mist und hatte dadurch einfach einen ganz hohen Kompost-Regenwurmbesatz halt, aber auch die normalen Regenwürmer sind ohne Ende am Start. Aber man schwärmt immer so von den Regenwürmern, aber in einer Handvoll Erde sind ja mehr Mikroorganismen als Menschen auf der Erde. Also es ist schon eine sehr komplexe, tolle Sache mit vielen Lebewesen. Also gebt ihm was zu essen und sie werden euch dann halt beschenken. Also man könnte hier noch stundenlang weiter lamentieren. Ich wollte einfach nur mal so ganz Vorteile. Also es gibt tausende Vorteile, ein paar Nachteile halt. Den Quark dann wieder ein bisschen hin und her kratzen, eventuell im Frühjahr. Oder einfach so, je nachdem wie ihr vorgezogen habt, könnt ihr auch so reinsehen oder seine Kartoffel könnt ihr natürlich auch da wieder so reinschmeißen. Genau. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt es in die Kommentare. Fragt noch ein bisschen nach. Genau, der Kompost-Experte, nee, der Regenwurm-Experte hat halt nochmal gesagt, so 40 cm Dämmung obendrauf ist wohl gut halt, oder 40 cm Pferdemist, dass halt wirklich viel zu essen da ist halt, und halt auch ein bisschen Wärme natürlich im Winter. Andere Aussagen gibt es zum Mulchen halt oder Flächenkompost, das überschneidet sich jetzt natürlich so ein bisschen, so viel wie möglich, so wenig wie nötig, bla bla bla, also das war mein großer Kritikpunkt an der Permakultur. Ich habe ja jetzt echt noch einen Hektar, so, den ich jedes Jahr abmähe, um hier meine beiden Pissflächen ein bisschen zu mulchen. Also das hat ja halt nicht jeder. Aber ich habe hier im Dorf Zettel verteilt, gratis Biomassenabgabestelle oder schreibt drauf, was ihr haben wollt halt, ja. Rasenschnitt, also es fällt immer oder Laub jetzt im Herbst, ja, und im Sommer oder und im Winter, wenn die Leute Holz machen, könnt ihr Rindenmulch dann wieder absammeln und so. Also vor allen Dingen die Biomassensaison scheint irgendwie niemals zu enden und man, naja, das Leben besteht aus mir und einer Schubkarre. Aber es ist cool, so langsam diese schöne Erde zu sehen, das ganze Leben zu sehen und ja, so muss halt Gemüsebeet, so, ich muss ja die Pflanzen ernähren, nicht die Pflanzen ernähren mich, sondern ich ernähre die Pflanzen, läuft, würde ich sagen. Genau, das nochmal so weit am Rande. Wie gesagt, ich kann immer nur Kompost-Spezial 2020, 2021, 2022, um da nochmal ein bisschen die Kreativität bei euch zu wecken. Genau.